Didigis, wir heißen dich herzlich willkommen. Ich denke, du bist jetzt das dritte Mal bei uns, ja? Und deine Idee, deine Energie, ich würde sagen, deine Weite, deine Güte ist auch irgendwo in den Fundamenten des Zentrums. Das, was Martina mitgebracht hat und worum wir uns bemühen. Ich denke, der Same, den du an vielen Orten siehst, ist auch bei uns gesät. Und wir sind sehr, sehr dankbar und ich will jetzt nicht die kostbare Zeit mit meinen Worten verschwenden, sondern dir gleich das Wort geben. Und heute spreche ich über Leben im Einklang mit mir selber. Es ist mir ganz entscheidend, dass ich das also noch sagen, noch vermitteln darf heute Abend. Entschuldigen, wenn ich manchmal krächze. Ich bin jetzt 88 Jahre geworden und der liebe Gott meint, ich soll endlich den Mund halten. Und darum bin ich um Entschuldigung, wenn ich manchmal nicht mehr so spreche, wie das eigentlich wichtig wäre. Das Thema heute Abend: Leben im Einklang mit meinem wahren Wesen. Ich muss ausholen, um ganz Wesentliches zu sagen an diesem Abend. Eine Standortbestimmung geben: Wer sind wir eigentlich? Wir sind nicht das, was unser Ich uns sagt. Milliarden Planeten gibt es in unserem Universum. Man hat festgestellt, man hat Fernrohre entdeckt jetzt vor einem halben Jahr, wo man in den Weltraum schaut und feststellt, dass es eine Unmenge solche Zentren gibt, die mit unserem Wissen überhaupt nichts zu tun haben. Und darum ist es so entscheidend, dass wir begreifen, wer sind wir denn eigentlich? Was bedeuten diese paar Jahrzehnte, die ich aus diesem Staubkorn verbringe? Das Staubkorn ist ein Staubkorn von 52 Milliarden, die es in unserem Universum gibt. Natürlich gibt es viele Planeten in unserem Universum, auf denen das gleiche Leben, ähnliches Leben, ganz anderes Leben herrscht als bei uns hier. Man hat jetzt festgestellt, in der Tiefsee, 10.000 Meter tief, in absoluter Dunkelheit, lebt eine Menge von Lebewesen, in absoluter Dunkelheit, die ein ganz anderes Verständnis haben, als wir hier oben in unserer Welt. Wer sind wir? Was bedeuten diese paar Jahrzehnte, die ich auf diesem Staubkorn verbringe? Wo gehe ich denn hin, wenn ich sterbe? Himmel, Hölle, Fegfeuer? Komme ich noch einmal, noch ein Leben? 37 Milliarden Jahre gab es uns nicht. Erst weil der ostafrikanische Graben einbrach, Nil, Tanasee, Viktoriasee, Nyassasee, ist Ostafrika versteppt. Unsere Vorfahren, Affen, waren auf den Bäumen. Es gab keine Bäume mehr, sie mussten von den Bäumen herunter. Ostafrika ist die Wiege der Menschheit. Ostafrika ist die Wiege der Menschheit. Das heißt also, dass wir langsam begreifen müssen, wer sind wir denn eigentlich? Was bedeuten denn ein paar Jahrzehnte auf diesem Staubkorn? Bei diesen Staubkornen gibt es Millionen. Und Millionen und Milliarden von Lebewesen in diesem Universum, wir sind eines davon. Wir müssen endlich aus unserer Ich-Eingrenzung heraus. Unser Ich sagt uns nicht, wer wir sind. Unser Ich sagt uns sehr vieles. Wir machen immer neue Entdeckungen.
Und das ist auch gut und wichtig, ja. Aber im Grunde genommen, ich wiederhole, sagt uns das Ich nicht mehr, als wenn du mit einem Schilfrohr in den Himmel schaust, diesen kleinen Fleck da oben, das sagt ja dein Ich, aber über das Universum sagt ja das Ich nichts. Und darum versuchen wir, das ist ja der Sinn des Zen und der christlichen Mystik, darum versuchen wir, aus dieser Ich-Eingrenzung herauszukommen, aus diesem Ego-Tunnel herauszukommen. Es gibt ein Buch von Metzinger jetzt, wo plötzlich ein Naturwissenschaftler feststellt, wir leben ja in einem Tunnel mit unserem Ich. Wir müssen endlich raus, um zu begreifen, wer wir sind. Wir kommen aber nicht raus, wenn wir raus wollen. Was ich jetzt sage, ist so entscheidend. Wir kommen nur raus, wenn es uns gelingt, ins Hier und Jetzt zu gehen. Das ist ja das, was wir im Zen versuchen, das wir in der christlichen Mystik versuchen, ins Hier und Jetzt. Dieser Augenblick, ich mache nachher noch eine Übung mit euch, um das noch einmal ganz klar zu zeigen, um Ahnung zu bekommen von unserem wirklichen Leben. Wer sind wir denn eigentlich, diese Spezies hier? Die Wissenschaft befasst sich immer mehr mit der Frage, wie unser Bewusstsein überhaupt funktioniert. Biologisch, psychologisch, spirituell, sozial, individuell, kollektiv, ästhetisch. Wir sind dabei aufzuwachen und unser Dasein bewusster zu erleben und unseren Platz in diesem zeitlosen Universum zu finden, die paar Jahrzehnte, die wir hier verbringen. Und neueste Erkenntnisse der Neurowissenschaft belegen, dass Mystik und Zen sich positiv auf unser Gehirn auswirken. Wenn ich diesen Weg gehe, den wir hier ja auch praktizieren in diesem Haus, den wir vor allem praktizieren auch in der Kontemplation um Zen, wenn ich wirklich diesen Weg gehe, verändert sich etwas in meinem physischen Gehirn. Vieles, was mich belastet, Enttäuschungen, Verletzungen, Ängste, bekommen eine ganz andere Bedeutung, wenn es mir gelingt zu begreifen, wer ich wirklich bin. Selbst der Dalai Lama hat es festgestellt, ich komme zur Überzeugung, dass das die Zeit gekommen ist, über eine Spiritualität und Ethik völlig jenseits aller Religionen nachzudenken. Jenseits aller Religionen nachzudenken. Unsere Religion, okay, sagt uns aber nicht, wer wir wirklich sind. Wir müssen auch aus unserem religiösen Selbstverständnis herauskommen. Wir müssen uns die Religion nicht ablegen, aber wir bekommen ein ganz anderes Verständnis von Religion und Religiosität. Und dann begreifen wir, ich komme darauf zu sprechen, was uns die Mystiker schon immer wieder sagen, dass wir etwas ganz anderes sind, als unser Ich uns sagt. Es gibt überhaupt keine Materie, sagt die Wissenschaft. Deswegen bin ich nicht deprimiert. Ich muss endlich begreifen, wer ich bin in diesem zeitlosen Sein. Dabei gibt es viele Universen, wie wir jetzt feststellen. Es gibt Universen, von denen wir noch keine Ahnung haben, die man aber festgestellt hat, von denen wir aber nicht wissen, welches Leben darauf ist. Sicherlich ein ganz anderes Leben als das, was wir hier leben. Es gibt also viele Universum und es gibt ein Leben im Einklang mit unserem wahren Wesen. Es übersteigt das Personale. Ich fühle mich dann ganz anders, als mein Ich mir sagt. Und das ist das, was wir im Zen, in der christlichen Mystik, was wir auch hier in diesem Haus immer wieder zu vermitteln versuchen, raus aus dieser Egozentrik. Nur wenn ich aus dieser Egozentrik herauskomme, begreife ich mehr von dem, was ich bin. Wiederhole, mein Ich sagt mir nicht, wer ich bin. Das Gehirn organisiert sich durch den Weg der Mystik und des Zen neu. Es verändert sich und lässt neue Nervenzellen wachsen. Es wirkt sogar auf unsere Gene und unsere Zellen ein. Die neuesten Erkenntnisse, wer 10 Jahre lang wirklich diesen mystischen Weg geht, jeden Tag sich zurücknimmt, in einer
Form der Mystik oder der Zen, wer 10 Jahre lang diesen Weg geht, in dem verändert sich sein physisches Gehirn. Das sind Erkenntnisse der Naturwissenschaften, aber Erkenntnisse, die die christliche Mystik und der Zen schon längst wissen, schon längst erkennen. Und der Weg des Zen und der Mystik kreieren einen erhöhten Dopaminspiegel. Es entsteht eine positive Grundstimmung, die ein bewussteres Denken herbeiführt. Man reagiert dann auf Angst und Schrecken ruhiger. Das Immunsystem wehrt Viren und Bakterien ab. Sogar das Herz der Meditierenden verändert sich im Laufe der Zeit, sagt die Forschung. Sie glauben gar nicht, wie wichtig es ist, dass Sie sich auf diesen Weg machen. Es gibt keine Deutung des Lebens im Intellekt. Wir finden nur langsam eine Deutung, wenn wir uns auf diesen Weg der christlichen Mystik und des Zen machen, oder des Vipassana im Zen, Vipassana im Yoga. Wenn wir uns auf diesen Weg begeben, verändert sich etwas bis in unser physisches Gehirn hinein. Sie glauben gar nicht, wie wichtig es ist, dass wir heute Abend hierher gekommen sind, um einfach zu begreifen, ich bin etwas ganz anderes, als mein Ich mir sagt. Und wer 10 Jahre lang täglich meditiert, sagte ich, dessen Gehirn geht in eine geringere Aktivität über, bleibt aber außerordentlich leistungsfähig. Und Individualität wird mehr und mehr zu einer Illusion. Und wer durchbricht auf die Seinsebene, der erfährt Einheit, Verbundenheit und Liebe. Und das ist der nächste Schritt. Robbins entwickelt aus einem prähumaniden Vorbewusstsein ein magisches Bewusstsein, in ein mythisches Bewusstsein. Da gab es einen Götterhimmel, der diese Welt regiert. Und zweiter entwickelt ein mentales Bewusstsein, mit dem wir jetzt da sind. Wir bleiben da nicht stehen. Wir müssen uns langsam aus dieser mentalen Eingrenzung herausbegeben, um wirklich zu begreifen, wer wir sind. Wer bin ich also? Vor 650 Millionen Jahren soll ein kleiner Wurm existiert haben, der eine Wirbelsäule hatte. Von diesem kleinen Wurm mit Wirbelsäule stammt alles ab, was heute Wirbelsäule hat, im Ozean und auf der Erde. Wir müssen endlich begreifen, dass wir etwas ganz anderes sind, als unser Ich uns sagt. Und wir kommen aus dieser Ich-Eingrenzung nicht heraus, ich wiederhole. Wenn wir raus wollen, wir kommen nur raus, wenn wir uns auf einen solchen Weg einlassen. Man hat jetzt festgestellt, dass jeden Tag an die 50.000 Menschen verhungern. 10 große Konzerne kontrollieren die Nahrungsmittel, sie entscheiden, wer hungert und wer etwas zu essen bekommt. Ich habe jetzt gelesen, in Wien werden jeden Tag so viele Lebensmittel weggeworfen, wie in Prag gegessen werden. Ich wiederhole mich, aber ich wiederhole mich, weil ich versuche, das Wesentliche zu sagen. Ich muss langsam aus meiner Ich-Eingrenzung herauskommen, um zu begreifen, wer bin ich denn eigentlich? Was bedeuten diese paar Jahrzehnte, die ich hier lebe, in einem zeitlosen Universum? Die Norwegische Akademie der Wissenschaft sagt, dass es in den letzten 5500 Jahren 14.500 Kriege gab. Seit dieser Zeit haben sich 3.064.000.000 Menschen gegenseitig umgebracht. Schaut nach Syrien. 70.000 Menschen sind in Syrien in den letzten 2 Jahren umgekommen, umgebracht worden. Wir sind eine Spezies, die sich gegenseitig umbringt. Seitdem wir ich und du sagen können, hat kein sein Bruder Abel umgebracht. Das tun wir am laufenden Band. Wer sind wir? Dieser Homo sapiens.
Und unsere ganze menschliche Geschichte ist eine Geschichte von Kriegen. Ägypter kämpften gegen die Syrer, Syrer gegen die Ägypter, die Perser gegen die Griechen, die Griechen gegen die Perser, die Römer unterjochten den ganzen Mittelmeerkulturraum. Und dann unser ganzes europäisches Leben. Genghis Khan dezimierte die Menschen in Europa. Im 10. Jahrhundert drang er bis nach Augsburg vor. Er wurde dann Gott sei Dank von den Deutschen zurückgeschlagen. Und die Europäer, sie kolonisierten die Welt, brachten dabei Millionen von Menschen um. Die Eroberung der Spanier und der Portugiesen in Südamerika, der Kampf der Europäer gegen die Indianer in Nordamerika. Stalin hat Millionen von Menschen umbringen lassen. Hitler, 6 Millionen Menschen umbringen lassen. Mao soll 70 Millionen Menschen umgebracht haben in China. Wir sind eine Spezies, die sich gegenseitig umbringt. Und wir kommen nicht raus, wenn wir raus wollen. Wir kommen nur raus, wenn es uns gelingt, aus dieser Ich-Eingrenzung herauszutreten. Wir kommen aber nicht raus aus der Ich-Eingrenzung, wenn wir raus wollen. Ich wiederhole mich. Wir kommen nur raus, wenn es uns gelingt, wirklich diesen Weg zu gehen im Hier und Jetzt. Wir werden ihn auch praktizieren. Es ist unglaublich, wie unsere Spezies sich aufführt. 500 Millionen Tonnen Getreide gehen jährlich in die Tiermast. Wir sollten endlich aufhören, Fleisch zu essen. Nur wenn wir Fleisch essen, ruinieren wir viele andere Menschen, weil wir ihnen nichts zu essen geben. Unser Fleisch verlangt ungeheure Mengen von Getreide und so weiter. Und das bedeutet aber auch, dass wir viele andere Menschen verhungern lassen. Und wieder die Frage, was ist der Sinn dieser paar Jahrzehnte, die wir leben? Unsere ganze menschliche Geschichte ist eine Geschichte von Kriegen. Und wir werden nicht rauskommen, ich wiederhole, wenn wir rauskommen wollen. Wir müssen endlich versuchen, ins Hier und Jetzt zu kommen. Das ist das, was wir hier versuchen in diesem Haus. Das ist das, was Zen und Mystik schon seit einigen Jahrtausenden versuchen. Und ich mache nachher eine Übung mit Ihnen, wie ich schon sagte, um herauszukommen aus dieser Eingrenzung, die uns nicht sagt, wer wir sind. Und dann der Sinn unserer Existenz lässt sich rational nicht begreifen. Das ist aber so schwer zu vermitteln. Unsere Rationalität sagt uns am Ende nicht, wer wir sind. Sagt uns alles Mögliche. Und das ist auch interessant, was sie uns sagt. Aber am Ende sagt uns unsere Rationalität nicht, wer wir sind. Und darum, ich wiederhole mich, versuchen wir hier aus dieser Egozentrik-Rationalität herauszukommen, um zu begreifen, wer wir sind und auch zu begreifen, was diese paar Jahrzehnte bedeuten, die ich auf diesem Staubkorn am Rand des Weltalls verbringe. Und dann die neuesten Erkenntnisse auch. Es gibt keine Materie, sondern nur ein Gewebe von Energien, dem durch intelligenter Geist Form gegeben wird. Werner Heisenberg sagt das. Die übliche Teilung der Welt in Subjekt und Objekt, Innenwelt und Außenwelt, Körper und Seele ist nicht angemessen, gibt es nicht. Es wird höchste Zeit, dass wir versuchen, uns anders zu begreifen, zu verstehen, damit wir wirklich auch erkennen, wer wir wirklich sind. Und dann ist immer die Frage, wo gehen wir denn hin, wenn wir sterben? Himmel, Hölle, Fegfeuer. Wir gehen da nicht hin.
Wir gehen zurück ins Leben. So wie die Welle zurückfällt in den Ozean. Wir werden nicht ewig irgendwo da oben sitzen und Halleluja singen. Wir sind jetzt eine Manifestation dieses Seinsgrundes Leben, der unser wahres Wesen ist. Und wenn das Ich verschwindet, dann kehren wir zurück in diesen Seinsgrund, aber nicht unser Ich, sondern nur das Leben kehrt zurück. Aber das ist so schwer zu vermitteln, das ist so schwer zu akzeptieren, weil wir immer wieder versuchen, unserem Ich noch eine Bestandaufnahme zu geben, die aber nicht stimmt. Auch der Begriff Jenseits, eine Erfindung des Menschen, er grenzt uns ab. Und es gibt eine Ebene, die alles Personale, Rationale und damit auch jede Ich-Eingrenzung übersteigt. Und wir begreifen dann auch, dass unser Ich ein Märchen ist, dass es eine ganz andere, dass es eine bestimmte Welt vorgaukelt, die aber nicht die Welt ist, wie sie wirklich ist. Und die Zen-Erfahrung, die mystische Erfahrung meint, dass wir mit unserem Intellekt, mit einem Schilfrohr in den Himmel schauen, mehr sehen wir nicht als diesen kleinen Fleck. Wer war Buddha? Wir lehren den Weg des Buddhismus, aber nicht den Weg des Buddhismus als positive Weltanschauung, sondern den Weg, der herausführt aus der Ich-Eingrenzung. Wir lehren den Weg der christlichen Mystik, der herausführt aus der Ich-Eingrenzung, uns endlich begreifen lässt, wer bin ich denn, was bedeuten die paar Jahrzehnte, die ich hier lebe. Da ist kein Himmel und keine Hölle, da ist nur dieses Leben, das Milliarden von Formen entwickelt, dem auch wir entstiegen sind. Buddha nannte diese Ebene das andere Ufer. Jesus spricht zu Nikodemus von der Wiedergeburt. Nicht wiedergeboren werden in einem nächsten Leben, sondern hier und jetzt müssen wir in dieses neue Seinsverständnis hineingeboren werden, um wirklich zu begreifen, wer wir sind. Wer war Jesus? Jesus war ein Mensch wie wir. Jesus war sicher verheiratet, wie alle Juden seiner Zeit. Maria hatte wohl 4 Söhne. Er war einer davon. Jesus wandte sich gegen die Pharisäer und gegen die Römer. Er trieb die Händler aus dem Tempelgelände, was die Pharisäer nicht wollten. Sie profitierten ja davon. Sie schleppten ihn vor Pilatus. Pilatus hat ihn umgebracht. Das war der Jesus, der versucht hat, uns zu sagen, wer wir sind. Noch einmal die Frage, wer sind wir? Ich möchte 3 Bilder nennen. Da ist ein Bild von Horus und Isis, ein sehr altes Bild, älter als das Christentum, wo die Ägypter schon sagten, dieser Horus, der auf dem Schoß seiner Mutter Isis sitzt, der ist eigentlich der Mensch, aber dieser Mensch ist sehr viel mehr als ein Ich ihm sagt. Er ist ein Ausdruck dieses Seinsgrundes Leben. Das will eigentlich dieses Bild von Horus und von Isis sagen. Das will uns das Bild von Shakyamuni Buddha und Maya Devi seiner Mutter sagen. Im Bild von Shakyamuni, Maya Devi kommt der kleine Buddha aus der Seite seiner Mutter raus. Ja. Er will sagen, wir sind etwas ganz anderes als normalerweise unser Ich und unsere Geburt unser. Und genauso Maria und Jesus, das Bild der Geburt Jesu aus Maria, aus der Jungfräulichkeit, sagt uns nichts anderes, als wir sind zutiefst ein Seinsgrund, der viel mehr ist, als unser personales Ego sagt. Und daher ist es so wichtig, dass wir auch ein ganz neues Verständnis bekommen von unserer christlichen Vorstellung, von unserem Begriff von Jesus, von Dreifaltigkeit. Wir müssen raus aus dieser engen Einstellung und erfahren, begreifen, wir sind zutiefst ein Seinsgrund, der sich jetzt als diese Form, die ich bin, manifestiert.
Und Jungfrauengeburt sagt uns, dass unser Wesen unter unserer Rationalität und Personalität liegt. Und da suchen wir auf diesen Weg des Sinn und der christlichen Mystik, wiederhole zu begreifen, wer bin ich denn hinter meiner Ich-Eingrenzung. Wir sind also als Menschen alle jungfräulich geboren. Das heißt, dass wir aus einer Seinsebene kommen, die unser Ich übersteigt. Die Mystik führt uns aus der Egozentrik heraus in unser wahres Wesen. Nur wenn wir diese Ebene erreichen oder wenigstens eine Ahnung davon bekommen, werden wir aufhören, einander umzubringen. Wir sind noch dabei, einander umzubringen. Wir werden das weiter tun, bis es uns gelingt, dass wir Einheit, Verbundenheit und Liebe erfahren als Menschen. Dann können wir niemanden mehr umbringen. Wenn ich einen anderen umbringe, sagt Zen und die Mystik, ist es das Gleiche, wenn ich mich umbringen würde. Meister Eckhart sagt das wunderbar. Er meint, als ich in meiner ersten Ursache stand, da hatte ich keinen Gott. Und da war ich Ursache meiner selbst. Ich wollte nichts, ich begehrte nichts, denn ich war ein lediges Sein und ein Erkennen meiner selbst im Genuss der Wahrheit. Und darum bitte ich Gott, dass er mich Gottes quitt mache, denn mein wesentliches Sein ist oberhalb von Gott. Gott, diese personale Figur da oben, die gibt es nicht. Mein wesentliches Sein ist oberhalb von Gott, das heißt ein Seinsgrund, der mir viel mehr sagt, als die personale Ich-Eingrenzung. Teresa von Avila schreibt in ihrem Buch Die innere Burg: Es ist, wie wenn Wasser vom Himmel in einen Fluss oder eine Quelle fällt, wo alles nichts als Wasser ist, sodass man weder teilen noch sondern kann, was nun das Wasser des Flusses ist und was das Wasser des Meeres ist. Wir sind dieses Wasser. Wir sind ein Wesensgrund, der sich als diese Form zeigt. Ja. Wenn wir zurückkehren, kehren wir zurück in unseren Wesensgrund. Aber nicht unser Ich kehrt zurück, das Sein kehrt zurück. So wie der Fluss in das Meer fließt und nur noch ein Wasser ist. Teresa sagt noch mehr. Es ist, wenn ein kleines Rinnsal ins Meer fließt, von dem es durch kein Mittel mehr zu trennen ist. Oder aber wie in einem Zimmer mit zwei Fenstern, durch die ein starkes Licht einfällt. Was will sie sagen? Es ist eine Einheit, die unser wahres Wesen ist, die uns verbindet mit allem und jedem. Und das ist wie das eine Licht, das durch viele Fenster fällt, durch viele personale Strukturen geht, aber in Wirklichkeit sind wir dieses eine Licht, das sich als dieser Mensch zeigt, der ich bin. Johannes vom Kreuz sagt das Gleiche. Er spricht vom Zurücklassen religiöser Vorstellungen. Er sagt zum Beispiel, ich trat ein und wusste nicht wo, und ich blieb auch ohne Wissen alles Wissen übersteigen. Wo ich eintrat, wusste ich nicht. Doch als ich mich dort gewahrte, ohne Kenntnis meiner Bleibe, hörte ich von großen Dingen. Und was ich hörte, sage ich nicht, blieb ich doch ganz ohne Wissen, alles Wissen übersteigen. Wir sind ein Seinsgrund, der mit unserem intellektuellen Wissen nichts zu tun hat. Und diesen Seinsgrund versuchen wir als Spezies langsam zu begreifen, raus aus der Ich-Eingrenzung. Solange wir in der Ich-Eingrenzung bleiben, bringen wir einander um. Hartwig von Antwerpen: Das Feuer der Liebe macht keinen Unterschied. Es verzehrt alles, was es erfasst. Ich versichere euch, von Verdammnis oder Segen ist nicht mehr die Rede. Ich bin zutiefst etwas ganz anderes, als mein Ich mir sagt. In der Erfüllung der Liebe ist man Gott geworden, sagt sie. Das ist nicht ein personaler Gott, sondern ich bin dieser Seinsgrund. Und ich begreife, dass ich dieser Seinsgrund bin und verstehe mich als Mensch dann ganz anders, als mein Intellekt mir sagt. Katharina von Siena: Mein Sein ist Gott. Oder Julian von Norwich: Siehe, ich bin Gott.
Ich bin in allen Dingen. Die Mystik sagt uns, ich bin zutiefst etwas ganz anderes, als wenn ich mir sagt. Ich wiederhole. Ich bekomme gesagt, du bist dieser Seinsgrund, der sich jetzt als diese Form, die du bist, zeigt. Diese Form wird vergehen, aber der Seinsgrund, der du bist, der wird weitergehen. Du wirst zurückkehren in den Seinsgrund, so wie die Welle zurückkehrt in den Ozean. Thomas von Aquin, der große Theologe, hatte kurz vor seinem Tod der Kirche von Bossa Nova nochmal ein tiefes, mystisches Erlebnis. Dann sagt er etwas Unglaubliches. Nachdem er so viele Bücher geschrieben hat, sagt er plötzlich zu einem Freund, alles, was ich geschrieben habe, ist Stroh im Vergleich zu dem, was ich jetzt erfahren habe. Wenn wir aus der Ich-Eingrenzung herauskommen, begreifen wir, dass wir etwas ganz anderes sind, als unser Ich uns ständig sagt. Und selbst ein Ignatius von Loyola, er wollte seine Andacht in der Kirche verrichten, wo er plötzlich eine ganz tiefe Erfahrung machte. Und er sagt, was er in seinem tätigen Leben erfahren hat, es würde doch nicht die Erfahrung dieser eine Minute aufwiegen, die ich gerade hatte. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Der Weg führt aus der Ich-Eingrenzung heraus in eine Ebene, die uns viel mehr begreifen lässt, wer wir sind, die uns die Angst nimmt auch vor dem Tod, denn was ich zutiefst bin, kennt ja gar keinen Tod. Mein wahres Wesen geht zurück ins Leben. Der Kosmos ist das Spiel eines leidenschaftlichen Spielers, des Seinsgrundes. Aber dieser Spieler sitzt nicht draußen, dieser Spieler vollzieht sich als das, was er zutiefst ist. Noch ein paar Bemerkungen, die mir ganz wichtig sind. Unser Körper beherbergt nicht unser tiefstes Wesen, sondern unser tiefstes Wesen beherbergt unseren Körper. Wir sind etwas ganz anderes als unser Ich und wir sind Wesensnatur, wie wir sagen, die diesen Körper produziert. Das heißt aber, wir müssen endlich aussteigen aus der Ich-Eingrenzung. Nachher machen wir eine Übung. Und Naturgesetze sind nicht primär materiell, psychologische Abläufe, sondern Offenbarungen eines metaphysischen Bauplanes, der sich in diesen Milliarden von Formen in diesem Universum zeigt. Nochmal Meister Eckhart, ich liebe diesen Text, der am Ende seines Vortrags einmal sagt, wer die Rede nicht versteht, die ich gesprochen habe, der bekümmert sein Herz nicht. Denn solange der Mensch dieser Wahrheit nicht gleicht, solange wird es diese Rede nicht verstehen. Denn es ist eine unverhüllte Wahrheit, die da gekommen ist aus dem Herzen dieses göttlichen Seinsgrundes. Und darum bitte ich Gott, dass er mich Gottes quitt mache, denn mein wesentliches Sein ist oberhalb von Gott. Mein wesentliches Sein hat mit einem personalen Gott nichts zu tun. Da ist ein Seinsgrund, ich kann ihn ruhig Gott nennen, aber dieser Seinsgrund ist mein wahres Wesen. Noch ein Text von Erasmus von Rotterdam. Es sind ja alles weise Menschen, die immer wieder gezeigt haben, gesagt haben, wer wir wirklich sind. Er sagt, alles, was ich sagte, sei Gespräch. Nichts sei ein Draht. Ich würde nicht so kühn reden, wenn sie mir folgen müssten. Ich würde nicht so kühn reden, wenn sie mir folgen müssten. Das gilt auch von mir jetzt. Ich würde nicht so kühn reden, wenn sie mir folgen müssten. Sie müssen sich entscheiden, ob sie aussteigen wollen aus der Ich-Eingrenzung und den Weg gehen wollen aus der Ich-Eingrenzung heraus oder ob sie einfach weiter darin verharren wollen, in Angst und Verzweiflung, vor allem vor dem Tod. Oder was auch ein anderer Mystiker sagt, Gott hat aufgehört, Gegenstand und Vorstellung zu sein, er ist nur noch Ursprung und Quelle.
das, was wir Gott nennen, ist keine Person da oben, ist Ursprung und Quelle, aus dem dieses ganze Leben erscheint. Oder ein Text aus dem Zen: Es gibt eine Wirklichkeit, die vor Himmel und Erde steht. Sie hat keine Form, geschweige denn einen Namen. Diese Wirklichkeit, die vor unserer Personalerfahrung steht, die unser wahres Wesen ist. Augen können sie aber nicht sehen. Lautlos ist sie, nicht wahrnehmbar für Ohren. Sie Geist oder Buddha zu nennen, entspricht nicht ihrer Natur. Wie das Druckbild einer Blume wäre sie dann. Vollkommen ruhig erleuchtet sie in wunderbarer Weise. Ich habe nichts Neues zu sagen. Wir müssen endlich begreifen, wer wir wirklich sind. Das sagt uns nicht das Ich. Halatsch, ein Mystiker, der umgebracht wurde, weil er die engen Vorstellungen der Mohammedaner nicht mehr glaubte, sagte: Ich bin der, den ich liebe, und der, den ich liebe, ist ich. Liebe ist Einheit, die unterscheidet nicht zwischen einem Gott und mir, da ist nur diese Einheit, die ich erfahren kann. Und er sagt: Meinst du, ich betete, um diesen anderen zufriedenzustellen? Gebet ist für Liebende Unglauben. Das heißt, ich muss mich immer wieder öffnen für diesen Seinsgrund, um wirklich zu begreifen, wer ich bin. Oder Rumi: Bevor es Garten, Weinstock oder Rebe gab in dieser Welt, war unsere Seele bereits trunken vom Wein der Unsterblichkeit. Bevor es Garten, Weinstock oder Rebe gab in dieser Welt, waren wir schon trunken vom Wein der Unsterblichkeit. Der Wein der Unsterblichkeit, unser wahres Wesen, das ist es eigentlich, das keine Zeit kennt, aber es kennt auch keine Personalität. Oder was große Ausländer sagen: Vor seiner Geburt war Jesus auferstanden. Sterben gilt nicht für Gott und seine Kinder. Wir Auferstandene vor unserer Geburt. Ich habe eigentlich nichts Neues zu sagen. Wir müssen begreifen, wer wir wirklich sind. Und unser Ich sagt uns das nicht. Aber das ist die nächste Stufe der Evolution. Dass wir begreifen, wer wir wirklich sind. Und dort liegen auch die verwandelnden Kräfte. Es ist sehr schwer, einen Wandlungsprozess auf der gleichen Ebene zu erreichen. Über gute Vorsätze und so weiter, moralische Appelle. Aus dem transpersonalen Bewusstseinsraum erhalten wir eine Sinndeutung unseres Lebens. Aus einem Bewusstseinsraum, der hinter unserer Ich-Eingrenzung liegt. Und dort liegen auch die heilenden Prinzipien für unsere politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Auseinandersetzungen. Es ist fürchterlich, wie wir Menschen uns benehmen auf dieser Erde, wie wir uns gegenseitig umbringen, verfolgen. Wir werden das weiter tun, bis wir begreifen, wir sind ja eins in der Einheit, Verbundenheit und Liebe. Wenn ich den anderen umbringe, bringe ich mich ja um. Das war Sensor. Und die Wiederentdeckung der Mystik und der Zen bringen Anerkennung, Unterstützung und gesellschaftliche Werte. Und sie führen uns wirklich in ein Gleichgewicht des Lebens. Sie verändern uns und lassen uns viel mehr begreifen von dem, was wir sind. Die Frage ist: Braucht der Mensch überhaupt Religion? Der Mensch ist Religion. Und was wir Gott nennen, das grenzt sich ein in dem, was ich bin. Und ich habe zu begreifen, wer ich eigentlich bin. Und ich bin nicht das, was mein Ich mir sagt. Ich wiederhole mich. Ich bin etwas ganz anderes. Ich muss mein Ich zurücklassen. Ich kann mein Ich nicht zurücklassen. Wiederhole wieder. Wenn ich will, ich kann nur einen Weg gehen, wie wir ihn nachher praktizieren, um dass ich dem Ich keinerlei Bedeutung mehr gebe, aber einen Seinsgrund begreife, der mein wahres Wesen ist. Und die christliche Religion ist in der Krise, weil die Menschen aus der Welt und Menschenbild, wie es immer noch Bestandteil der Verkündung ist, herausgewachsen sind.
wir werden immer noch auf einen Gott verwiesen, der da oben sitzt. Den gibt es nicht. Es gibt einen Seinsgrund in diesem zeitlosen Universum. Ich wiederhole, 52 Milliarden Planeten, auch Millionen von Planeten, leben wir unsere Erde. Ganz anderes Leben. Wir müssen begreifen, dass einfach etwas ganz anderes in unserem wahren Wesen liegt, als unser Intellekt uns sagt. Und Naturgesetze sind nicht primär materiell, physiologische Abläufe, sondern Offenbarung eines metaphysischen Bauplans. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen sagen konnte, was ich eigentlich sagen wollte. Es geht am Ende um eine Seinserfahrung, die mich begreifen lässt, wer ich wirklich bin. Ich bin nicht das, was mein Ich mir sagt. Ich muss aus dieser Ich-Eingrenzung heraus. Ich komme aus der Ich-Eingrenzung aber nicht heraus, wenn ich heraus will. Ich komme nur heraus, wenn es mir gelingt, aus der Ich-Eingrenzung herauszusteigen ins Hier und Jetzt, wie wir das nachher auch praktizieren werden. Und ich wiederhole, das ist auch das, was uns heute Naturwissenschaftler sagen, dass wir nicht begreifen, wer wir sind, wenn es uns nicht gelingt, aus dieser Enge herauszugehen und mehr zu begreifen von dem, was wir sind. Ich möchte hiermit schließen und ich bitte Sie jetzt auch, Fragen aufzuschreiben, haben wir Zettel? Fragen aufzuschreiben, die Sie noch haben, die ich gerne noch beantworten würde. Und dann führe ich Sie noch einmal, das ist mir ganz wichtig, auf einen Weg, der wirklich unser wahres Wesen hineinführt und uns sagt, wer ich wirklich bin. Mein Ich sagt mir nicht, wer ich bin. Es wird höchste Zeit, dass wir als Menschen das begreifen, dass wir als Menschen das akzeptieren. Die Mystik, Zen, Vedanta-Yoga, sagen uns das schon seit Millionen von Jahren. Ja. Es wird höchste Zeit, dass wir auch als Menschen wirklich begreifen, zu begreifen versuchen, wer wir sind. Damit möchte ich auch zunächst einmal meinen Vortrag beschließen und ich möchte dann gerne noch Antworten geben auf Ihre Fragen und Sie noch einmal führen in das, was wir unser wahres Wesen nennen. Wollen wir die Fragen aufschreiben? Oder wollen wir einfach einige Fragen so beantworten? Das können wir auch machen. Bitte. Ja, was hat uns denn so tief in diesen... Was hat uns denn so tief in diesen Ego-Tunnel hineingeführt? Was hat uns so tief in den Ego-Tunnel hineingeführt? In den Ego-Tunnel? In den Ego-Tunnel. Wir haben uns entwickelt aus einem prähominierten Vorbewusstsein, ein magisches Bewusstsein, ein mystisches Bewusstsein, jetzt in das mentale Bewusstsein. Wir haben uns entwickelt und entwickeln uns jetzt aus dieser Egozentrik heraus. Wir sind auf einem Lebensweg als Spezies. Wir entwickeln uns weiter. Wir werden in einigen Jahrtausenden uns ganz anders verstehen, als wir uns heute verstehen. Die Frage war, was uns hineingeführt hat in das Ego, in die Egozentrik. Das ist das Natürlichste. Die Entwicklung hat uns da hineingeführt. Die Entwicklung hat uns langsam in diese Egozentrik hineingebracht. Ja. Etwas ganz Natürliches und Normales. Und jetzt müssen wir uns aus dieser Egozentrik herausentwickeln und wirklich begreifen, wer wir sind. Sind noch Fragen? Ich denke einfach, wir machen das so, vielleicht so 15 Minuten und dann machen wir die Meditationsübung. Bitte. Ja, mich würde die Frage und die Antwort interessieren, welchen Sinn das Ich hat oder hatte, wenn wir aus dem Haus gehen. Welchen Sinn hat oder hatte das Ich? Das Ich macht mich zu diesem Menschen, der ich bin. Hat eine ganz wichtige Bedeutung.
aber es sagt uns am Ende nicht, wer wir wirklich sind. Ich muss aus dieser Ich-Eingrenzung heraustreten, um zu begreifen, wer ich wirklich bin. Das Ich macht mich zu diesem Menschen. Ich habe viele Ideen, Ängste, Verletzungen, Erwartungen und so weiter. Das gehört alles zu meinem Ich. Aber in Wirklichkeit ist unter dem Ich, hinter dem Ich, ein Seinsgrund, der mir etwas ganz anderes sagt, als mein Ich mir sagen kann. Ich wiederhole, ich muss als Mensch aus der Ich-Eingrenzung heraus, um zu begreifen, wer ich wirklich bin. Bitte? Und dahin? Der Herr dort. Bitte. Meine Frage geht in die Richtung, Frank Schirmacher hat jetzt ein neues Buch geschrieben. Und zwar Frank Schirmacher, der FAZ-Herausgeber. Und das nennt sich Das Ego, das Spiel des Lebens. Und da sagt er, dass uns die Maschinen und der Computer von uns wegbringen. Und er hat eben auch gesagt, dass die Intuition geschult werden muss, das kann nur Interpersonal und Kontemplation und Meditation sollten als Lehrfach in die Schule. Was? Als Lehrfach in die Schule. Meine Frage ist jetzt, weil Sie hingewiesen haben, auch auf dieses Umbringen, was stattfindet, auf den Nahrungsskandal und. Sehen Sie, wir sind ja jetzt in einer Situation, wo es in die Katastrophe auch finanziell, wirtschaftlich gehen kann. Glauben Sie, wir schaffen es und welche Anzeichen sind da sozusagen positiver Art? Weil es ist beides eigentlich, die Hoffnung, aber auch diese Katastrophenstimmung in der Welt. Wir werden uns noch einige Jahrtausende gegenseitig umbringen. Wir werden uns als Spezies weiterentwickeln und in einigen Jahrtausenden haben wir dann begriffen, dass wir zutiefst etwas anderes sind, als unser Ich uns sagt. Ich wiederhole, wir haben uns ja aus einem prähominiden Vorbewusstsein entwickelt. Wir waren Affen auf den Bäumen, ins magische Bewusstsein, ins mythische Bewusstsein, ins mentale Bewusstsein. Wir bleiben da nicht stehen, wir werden uns weiterentwickeln, aber das braucht seine Zeit. Aber wir begreifen langsam, und auch die Wissenschaft begreift das langsam, dass unser Ich uns nicht sagt, wer wir sind. Wir müssen aus der Ich-Eingrenzung raus. Wir kommen aber nicht raus, wenn wir raus wollen. Ich wiederhole, wir kommen nur raus, wenn wir ins Hier und Jetzt gehen. Wie komme ich aus der Ich-Eingrenzung heraus? Also mit Meditation. Mitunter habe ich so, oder hat man das Gefühl, man schwebt so über den Dingen und wird dann doch wieder von der Realität eingeengt, gezwängt. Und wie kann ich diese innere Zufriedenheit, diese innere Ausgewogenheit, dieses innere, sagen wir mal, Glücksgefühl pflegen? Also, es gibt 10 Ochsenbilder. Der Mensch entwickelt sich langsam in eine Seinsebene der Einheit, Verbundenheit und Liebe. Das ist sein Lebensweg. Das sagen uns die Ochsenbilder. Aber ich bleibe im 8. Bild nicht stehen in Verzückung der Lehre, der Einheit und Verbundenheit. Ich muss zurück ins Leben. Und wenn ich zurückkehre ins Leben, ins ganz normale Leben, dann begreife ich wirklich, wer ich bin. Ich begreife das nicht über meinen Intellekt. Ich begreife das, wenn ich aus dieser Egozentrik heraussteige. Ich komme in eine Einheit, Verbundenheit und Liebe. Das ist nicht das Ende. Ich muss aus da raus in das Hier und Jetzt, in den Alltag. Und dann begreife ich, wer ich bin. Ich weiß nicht, ob ich geantwortet habe. Und noch etwas hätte mich interessiert. Ich habe gerade unlängst mit einem Kollegen diskutiert. So Figuren wie Mao oder nehmen wir Hitler her. Wie stellen Sie sich vor, also da haben wir überlegt, ja, wie wird denn das nachher sein? Lösen wir uns alle in so ein
ja, in so ein Lichtwesen auf, wird das unbestraft sein, wenn also Millionen und Abermillionen Leute umgebracht werden? Wie sehen Sie das? Also wo gibt es da vielleicht eine Gerechtigkeit oder gibt es keine nach unseren Vorstellungen? Gibt es nach dem Tod eine Gerechtigkeit, was wir zum Beispiel mit den Menschen passieren, die Millionen von Menschen umgebracht haben, Hitler, Lenin? Löst sich das alles auf oder gibt es eine Strafe oder so? Ne? Zurzeit leben 8 Milliarden Menschen. Vor 1000 Jahren lebten auch Milliarden. Vor 10.000 Jahren lebten auch Milliarden. Vor 100.000 Jahren lebten auch Milliarden. Wo sind die Milliarden alle hingegangen? Schweben die alle irgendwo im Weltraum rum? Für mich gibt es nur eine Antwort. Wir kehren zurück ins Leben, wenn wir sterben. Das heißt, wir erfahren dann unser wahres Wesen, aber nicht das Ich, sondern ich erfahre, die Erfahrung führt mich zurück in das Sein, in das eine Sein, aber aus der Ich-Eingrenzung raus. Ich kann nur wiederholen, meine Ich-Eingrenzung macht mich zu diesem Menschen etwas Wertvolles. Gleichzeitig eine kolossale Eingrenzung, die sagt mir nicht, wer ich bin. Man sagt mir nicht, wer das, was der Sinn meines Lebens ist. Ich wiederhole, ich muss aus der Ich-Eingrenzung raus. Und das, was wir hier versuchen, im Zen und in der christlichen Mystik, aus der Ich-Eingrenzung raus. Und vielleicht die wesentliche Frage ist, was passiert mit den Menschen, die andere verletzt haben? Was passiert mit dem Hitler, mit dem Stalin, mit dem Mao, mit dem Pol Pot? Die gehen zurück ins Leben. Aber was sie angestellt haben, das geht leider weiter. Was sie angestellt haben, geht leider weiter. Ja. Das heißt also, das Böse, das sie angestellt haben, das geht leider weiter. Aber sie selber sind meiner Ansicht nach aus der personalen Eingrenzung herausgefallen, zurück ins Sein, zurück ins Leben. Aber dann ist kein Ich mehr. Was passiert, wenn wir nicht von diesem Ego-Tunnel rauskommen? Aber Sie haben durch die andere Frage eigentlich schon beantwortet. Wir kommen aus der Ego-Ebene heraus, wenn wir sterben. Wir gehen zurück ins Leben. Aber in dem Moment, wo wir mehr begreifen, wer wir sind, erfahren wir Einheit, Verbundenheit und Liebe, dann können wir viele Dinge, die wir jetzt tun, nicht mehr tun. Das ist unmöglich, weil wir einfach Einheit, Verbundenheit und Liebe erfahren haben. Und das ist der nächste Schritt der Menschheit. Das, was wir wirklich sind, ist das nicht in Worte zu fassen? Oder wie würden Sie das bezeichnen? Ist das Sein? Ist das ein Gefühl? Ist das Energie? Ist das Bewusstsein? Wie kann man das ausdrücken oder kann man es nicht ausdrücken? Was wir wirklich sind, sagt uns nicht das Ich. Was wir wirklich sind, erfahren wir erst, wenn wir aus der Ich-Eingrenzung heraustreten. Ja. Aber ich trete aus der Ich-Eingrenzung nicht heraus, ich wiederhole mich. Ich trete nicht heraus, wenn ich heraustreten will, ich trete einfach heraus, wenn ich ins Hier und Jetzt gehe. Das ist das, was uns Zen, die christliche Mystik, die Vipassana-Yoga sagen seit einigen Jahrtausenden schon. Ja. Es ist so schwer zu vermitteln, ja, weil wir Menschen immer noch in unserem Ich bleiben und meinen, ja, unser Ich sei das eigentlich. Unser Ich macht uns zu diesem Menschen. Es ist was Wichtiges, Wertvolles, aber es ist gleichzeitig eine kolossale Eingrenzung. Ich wiederhole, nicht mehr, als wenn ich mit dem Schilfrohr in den Himmel schaue. Das Sein ist etwas ganz anderes als unser Ich und sagt, unser Ich ist eine kolossale Eingrenzung. Wir sind was ganz anderes zutiefst als unser Ich und so. Aber das ist so schwer zu vermitteln. Und ich bin überzeugt, dass ich auch das den wenigsten hier vermitteln kann, die jetzt da sind. Weil wir nicht bereit sind, das Ich zu lassen und ins Hier und Jetzt zu gehen. Wir werden es nachher ausprobieren, wenn Sie da bleiben. Okay, sind noch Fragen? Bitte. Wenn es keinen personalen Gott gibt, hat Jesus dann gebetet, wenn er Abba, Vater gesagt hat? Ob Jesus zu einem personalen Gott gesprochen hat, das ist nicht sicher. Er hat dieses Gegenüber Vater genannt, ja.
Ob er das Personal verstanden hat, das ist nicht klar. Ja. Aber ich kann das Personal verstehen, aber dann verstehe ich nicht den Seinsgrund. Der Seinsgrund, aus dem alles quillt, hat mit einer Personalfigur nichts, aber auch gar nichts zu tun. Da sitzt nicht ein Gott da oben, der Tsunami schickt, Erdbeben schickt, Asteroiden schickt. Nein, da ist ein Seinsgrund, aus dem alles quillt. So wie aus dem Ozean Milliarden von Wellen quellen. Ich weiß, dass es ungeheuer schwer ist, das zu vermitteln, was ich jetzt sage. Aber das, ich bin jetzt 88 geworden und habe wirklich mein ganzes Leben lang, also ich habe als Sechsjähriger bereits eine ganz tiefe Erfahrung gehabt. Der Pfarrer hat vorne gepredigt und alle Heils war ausgesetzt. Und dann haben hinten die Frauen den Rosenkranz gebetet. Ja. Und da habe ich zum ersten Mal begriffen, nein, da ist noch eine Ebene, die etwas ganz anderes ist, Wichtigeres ist, als das da jetzt gesagt wird. Ja. Das habe ich als Sechsjähriger schon geahnt. Damals wusste ich nicht so recht, was das ist. Aber das Gebet der Frauen hinten, das Rosenkranzgebet, ist eigentlich ein mystisches Gebet. Es geht nicht darum, die einzelnen Worte zu begreifen. Es ist das da 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 da. Das Geleier ist es eigentlich, das mich in eine neue Ebene bringt. Und das hat mich auch, das Rosenkranzgebet hat mich wirklich zutiefst immer ergriffen, aber nicht die einzelnen Worte, sondern einfach das, was da plötzlich lebendig geworden ist in dieser Form des Sprechens. Ich wiederhole, ich glaube nicht an einen Gott da oben, ich glaube auch nicht an eine Dreifaltigkeit, Eckhart übrigens auch nicht und die Mystiker auch nicht. Ich glaube an einen Seinsgrund, aus dem alles quillt, die Milliarden von Lebewesen in unserem Universum, die Milliarden von Lebewesen in anderen Universen, das ist doch kein Gott und da ist ein Seinsgrund, den ich Gott nennen kann. Und das ist ja nicht der göttliche Seinsgrund, so nenne ich ihn ja, der diese Formen alle entstehen lässt und vergehen lässt. Nur ganz kurz. Wenn Sie sagen, nach der Tode, dass das wieder ins Leben geht, können Sie das besser erklären? Wie kann das passieren? Oder zum Beispiel, und die andere Frage ist noch mehr radikal, kann nicht sein, dass nach der Tode nichts mehr ist, Schluss, fertig. Wäre es möglich, dass nach dem Tod auch nichts mehr ist? Oder wie kann man erklären, besser erklären, was da geschieht, oder? Ja. Im Tod. Ich bin dankbar, dass ich dieses Leben leben darf. Aber wenn ich sterbe, gehe ich zurück ins Sein. Und nicht meine personale Struktur lebt weiter, ewig weiter. Wo sind die ganzen personalen Strukturen hingegangen von den Milliarden, Milliarden, Milliarden von Menschen, die bis jetzt gelebt haben? Schweben die alle irgendwo rum da oben? Nein, wir gehen zurück ins Leben. Das Personale verschwindet. Das ist für das Ich ungeheuer schwer. Das Ich möchte ewig leben, ja. Aber es wird nicht ewig leben. Ich schwöre nicht, ich wiederhole, Milliarden, Milliarden von Wesen herum, 8 Milliarden leben ja gerade, Milliarden haben vor 100 Jahren gelebt, vor 1000 Jahren gelebt, vor 10.000 Jahren gelebt, schwirren die alle irgendwo rum. Wir gehen zurück ins Leben, wenn wir sterben. Wir sind zutiefst Leben, das jetzt diese Welle wirft, die ich bin. Aber die Welle fällt zurück in den Ozean. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, so etwas zu vermitteln. Sie müssen das auch gar nicht glauben. Sie können ruhig ihren eigenen Weg gehen. Aber ich wiederhole, ich bin 88 und ich, mein ganzes Leben ist eigentlich immer diese Frage gewesen, wer bin ich denn? Wer sind denn wir Menschen? Ja, wo gehen wir denn hin, wenn wir sterben? Ich bin mit Ihrer Antwort nicht zufrieden. Also...
wenn ich das sagen darf. Natürlich. Also die neue Geborene sollten mehr Erfahrungen haben, wenn das Leben immer zurück in was heißt das, dass es zurückgeht? Das ist auch nicht verstanden. Dass das Leben, dass wir ins Leben zurückfallen. Ja. Was bedeutet es, dass wir ins Leben zurückfallen? So wie die Welle zurückfällt in den Ozean, da ist nur das Wasser. Es schwirren doch nicht Milliarden, Milliarden, Milliarden von Lebewesen irgendwo rum. Also, passiert gar nichts. Also Sie haben gesagt, Sie haben als Sechsjährige eine Erfahrung gemacht, wo Sie gespürt haben, dass es noch was anderes gibt. Ich kann mir denken, dass es viele Menschen gibt, die keine solche Erfahrung gemacht haben. Ist das Vorbestimmung? Ist das Gnade? Ist es Vorbestimmung, Gnade, dass man solche Erfahrungen macht, wie du gemacht hast mit 6 Jahren? Viele andere machen solche Erfahrungen nicht. Warum hast du die Erfahrung gemacht und andere machen sie nicht? Also es kommen zu uns, im letzten Jahr haben wir 30.000 Übernachtungen gehabt. So viele Menschen kommen zu uns in die Kurse. Ja. 80% sind aus der Kirche ausgetreten. Sie versuchen zu begreifen, wer sie eigentlich sind. Ja. Und ich habe begriffen, ich habe erfahren, dass ich nicht das bin, was man nicht mehr sagt, sondern dass darunter, dahinter eine Seinsebene ist, die das Eigentliche bedeutet, ja, die mir dann auch noch mehr sagt über mich, als mein Verstand mehr sagen kann. Habe ich Antwort gegeben? Nein. Die Frage war, also du hast diese Erfahrung gemacht mit 6 Jahren, wo du sagst, eine mystische Erfahrung. Viele andere machen die nicht. Und warum hast du das gemacht? Ist das Gnade? Ist das ein besonderes Geschenk? Ja. Also es machen, zu mir kommen ja viele, zu uns kommen viele Menschen, die eine ganz tiefe Erfahrung gemacht haben. Ja. Aber nicht alle machen diese Erfahrung. Es ist wirklich der Versuch, den wir machen, indem wir diesen Weg gehen, wie ich ihn vorhin beschrieben habe. Den Zen-Weg, den Weg der christlichen Mystik. Dann komme ich zu einem Begreifen, das mir mehr sagt, als mein Ich mir sagen kann. Ja. Und das ist für mich ganz entscheidend, dass ich langsam erlebe, ich bin nicht das, was mein Ich sagt. Da ist noch ein Seinsgrund, der mein wahres Wesen ist. Ja, aber in der Psychologie gibt es ja ein Über-Ich, Ich und ein Ich. Und was ist die Frage? Die Frage ist, wird das überhaupt nicht berücksichtigt, diese Erfahrungen? Er sagt, in der Psychologie gibt es ein Über-Ich, ein Ich und ein Es. Spiegelt sich das in der mystischen Erfahrung? Kommt das vor? Selbstverständlich habe ich eine Ich-Struktur. Und ich praktiziere auch diese Ich-Struktur. Ich habe ganz bestimmte Ideen, ich sage ganz bestimmte Dinge, ich vermittle ganz bestimmte Dinge. Mein Ich ist ganz lebendig. Aber unter dem Ich, hinter dem Ich ist noch ein Seinsgrund, der mit meinem Ich nichts zu tun hat. Was dann das Unbewusste? Ja, ist das das Unbewusste? Ich kann das als Unbewusste nennen, aber ich sage lieber Seinsgrund, ja, weil Bewusstsein schon wieder mehr das Personale sagt, ja, aber ich kann es das Unbewusste nennen. Okay. Man nennt meine Seele folgt mein karmisches Weg, okay? Und wenn ich diesen Körper verlasse, meine Seele stirbt nicht. Und mein Karma wird gefolgt. Das heißt, mein Karma existiert immer. Und zum Beispiel, Sie haben diese Erfahrung gehabt zu 6 Jahren, weil Ihr Karma, Ihr seelisches Weg, das ist mein unbewusstes Weg, mein Kind ist mich, das ist dasselbe, hat Ihr erlaubt, diese Erfahrung zu haben. Und ein anderer hat das nicht. Oder ein anderer hat das zu 30 Jahren. Weil mein karmisches Leben, so meine ich, ist leichter zu verstehen, die Sache, weil mein karmisches Weg stirbt nie. So ist es. Ich begreife besser. Er meint, der karmische Weg stirbt nicht. Also wir bleiben immer in dieser Schiene drinnen. Auch wenn wir diesen Körper verlassen. Auch wenn wir den Körper verlassen. Aber nicht, dass ich bleibe, dass ich verschwinde. Okay. Das Sein bleibt. Ja, das Sein ist die Seele.
Seele ist wieder ein Individuum. Ja. Das bleibt nicht. Es bleibt das Individuum nicht. Ich wiederhole. Es gibt 52 Milliarden Planeten in unserem Universum. Es gibt viele andere Universen. Millionen von Lebewesen leben auf diesem. Millionen von Lebewesen leben auf diesem Planeten. Ja. Wo gehen die denn alle hin? Schwirren jetzt Milliarden, Milliarden, Milliarden von Lebewesen irgendwo? Das stimmt doch alles nicht. Ich gehe zurück ins Leben, da wo das Personale zurückkehrt ins Sein. Das ist mein wahres Wesen. Ich habe aber keine Frage. Ich habe vor 14 Tagen in der Tageszeitung das Interview gelesen mit Willi Geseger, das Alex Schwarzer, glaube ich, geführt hat. Habe das rausgenommen und ich habe dieses Interview wahrscheinlich 10 oder 15 Mal inzwischen gelesen. Und mich hat es so stark berührt, ich habe mir gesagt, ich muss da kommen. Und zwar zum Teil, weil Fragen beantwortet wurden, aber fast noch mehr, weil vieles, was ich selber gefühlt habe, was wirklich einfach gewachsen ist, in mir gereift ist, bestätigt wurde. Mir kommt vor, ich habe so das Gefühl gehabt, da ist jetzt jemand, der aus der christlichen Spiritualität kommt, ein Mann der Kirche unter Anführungszeichen, der aber auch diese, das alles verbinden kann mit dem heutigen Menschen- und Weltbild, das wir haben. Mir geht es sonst immer mehr so, dass ich besonders bei den hohen christlichen Feiertagen ganz starke Schwierigkeiten habe, Ostern, Auferstehung, Begräbnisse, Predigten, ja, er ist jetzt dort, aber wir werden es wiedersehen. Und lauter so Sachen, oder das Jesuskind, also der Herrgott ist jetzt da, als Kind, der Bub vom Herrgott. Nein, ich möchte jetzt nicht das weiter ausführen, ich bin einfach dankbar, dass die Veranstaltung war, dass sie in billige See gekehrt haben, das Bild vom Regentropfen, das aufhält im Bachel und nach Hause fließt in Ostlern, das hat mir ganz nahe geholfen. Ich war heuer 70, man denkt natürlich dann auch ans Sterben. Und danke vielmals. Ich habe draußen auch noch ein Buch, Jenseits von Gott, ja, wo ich versuche, das nochmal auszudrücken, was ich gesagt habe. Ja. Und am Ende dieses Buches ist noch ein Text, der euch nochmal ganz herausführt aus der Ego-Eingrenzung auf Seite 85, ja, wo ich nochmal versuche, raus aus der Ich-Eingrenzung in mein wahres Sein, das, was ich zutiefst bin. Gut.